Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog von mir. Vielleicht fragt ihr euch gerade, Lara, warum bist du so sportlich angezogen? Das kennen wir gar nicht von dir. Und ja, ich komme aus der Schule wieder. Ich hatte gerade 2 Stunden Sport, gerade Dienstag, ungefähr 16 Uhr. Und ich werde heute und morgen mal wieder einen kleinen Vlog mit euch mitnehmen bei meinem Leben in meiner Schulzeit. Also, ich hoffe, ihr werdet motiviert durch meinen coolen Vlog. Und eine Sache muss ich euch erzählen, die leider gestern passiert ist, die überhaupt nicht cool war für mich. Ich hatte fast einen Mental Breakdown. Also, meine Accountability, bei denen ich beschäftige, schicken uns jeden Abend eine Nachricht und erzählen, was an unserem Tag passiert ist und so weiter. Und erklären halt so, wie produktiv wir waren, was wir erledigt haben, wie es uns geht. Und ich habe gestern, ich glaube, 3 Stunden an dieser Nachricht gesessen. Ich habe halt noch auf seine letzten 2 Nachrichten geantwortet haben und dann halt noch meine hinten dran gehangen habe. Das heißt, insgesamt habe ich wirklich 3, vielleicht sogar 4 Stunden noch dran gesessen, wenn man noch einbezieht, was ich auch am Morgen noch geschrieben habe dafür. Und dann, Leute, kennt ihr das bei Apple? Wenn man in den Notizen ist und dann etwas auswählt und dann einen Buchstaben oder irgendwas anderes auf Versehen tippt und dann der ganze Text weg ist. Mir ist es gestern dann passiert. Ich habe einfach einen richtig langen Text gehabt, wollte den dann auswählen, um den zu kopieren. Und statt auf Kopieren drücke ich einfach auf einen anderen random Buchstaben und der ganze Text ist weg. Das war wirklich nicht so cool. Deswegen werde ich jetzt eine Sprachnachricht machen, weil meine Hände wehtun und ich keinen Bock mehr habe, das alles nochmal zu tippen. Deswegen mache ich eine Sprachnachricht, indem ich alles nochmal erzähle. Und eine andere Sache ist, wundert euch nicht über mein Aussehen, denn morgen kommt ein großer Change in meinem Leben. Ich werde morgen zum Friseur gehen und ich werde meine Haare... Nee, ich sage gar nicht, was ich mache. Ich sage gar nicht, was ich mache, weil es eine Überraschung ist. Aber morgen sehe ich wieder gut aus und normal aus und ich sehe wie heute nach einem langen Schultag. Wirklich weird. Aber egal. Sehr cool. Aber wir kennen ja Lara. Lara ist nie unvorbereitet. Ich mache immer gerne Listen. Deswegen werde ich jetzt mir ganz kurz meine Liste schreiben mit Dingen, die ich in der Nachricht ansprechen möchte. Und dann werde ich die Nachricht erst schreiben bzw. aufnehmen. Okay, eine Freundin von mir hat mir gerade geschrieben, dass unsere Mitarbeitsnoten eingetragen wurden für Biologie. Muss ich gleich mal nachschauen. Das ist doch jetzt ein bisschen spannend. Och, ich bin immer aufgeregt bei sowas. Wirklich, ich kriege immer so ein Herzklopfen eigentlich. Let's go, let's go. Ich denke, ich habe 12 oder 13 Punkte. Ey, ich habe so Angst, dass meine Note dann ändert. Aber warte, wir gucken jetzt mal. 12 und 13. 13. Oh Gott. Ich habe 13. Okay, das wird meine Note nicht ändern, weil ich stehe auf 13. Aber ich denke, wenn ich jetzt 12 gehabt hätte, wäre ich vielleicht auf 12 runtergerutscht. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt 13 habe. Ja, Mann. Aber ich habe es auch verdient. Also so ist es nicht, Leute. Ist, dass ich einfach in meinen beiden Leistungskursen 15 Punkte auf dem Zeugnis habe. Mama, ich bin so enttäuscht, dass jetzt meine Follower wissen, dass ich besser als ich. Das ist Englisch! Das ist Englisch? Da war das in Deutsch mein Leistungskurs. Könnt ihr schon mein neues Moodboard hinten erkennen? Ich habe mich dazu entschieden, dass ich nicht nur ein Vision Board mache, sondern auch ein Moodboard mache mit meiner Stimmung, woran ich einfach denken möchte, wenn ich an 2021 denke. Ich möchte das aber nochmal genauer zeigen in meinem richtigen Vision Board Video, was diesen Sonntag online... Nein, doch, was diesen Sonntag online kommen wird. Richtig cool. Und auf jeden Fall habe ich gerade meiner besten Freundin telefoniert, die wir schon gesehen haben, und ich habe dabei meinen Kalender wieder ausgepackt. Also das ist ja dieser tägliche Kalender, nur irgendwie vergesse ich das so oft, das morgens zu machen. Und deswegen habe ich das gerade mal gemacht und habe die ganzen Aufgaben darauf erledigt. Das ist halt so ein Spanisch- und Koreanisch-Kalender. Und jetzt werde ich noch einer Freundin einen Brief schreiben.
heute ist Mittwoch und mittlerweile haben wir ungefähr 12 Uhr. Ich bin jetzt auch wieder aus der Schule zurück, weil ich heute 3 Stunden Geschichtsausfall habe. Und deswegen, ja, heute nur 4 Stunden hatte in der Schule, was ziemlich cool ist. Denn ich habe jetzt auch etwas Zeit, mein neues Paket auszupacken. Denn natürlich wissen wir es mittlerweile. Ein neuer Monat, ein neues Trendraider-Paket. Hier ist es! Ich kriege nämlich jeden Monat ein neues Trendraider-Paket und zeige euch dort immer, was da drin ist. Diesen Monat ist das Thema Natural Power. Und zwar kriege ich von Trendraider immer Produkte, die nachhaltig sind. Kann mich so eben durch ein neues Sortiment durchtesten, weil hier einfach die besten Trendprodukte drin sind, die aber alle auch nachhaltig produziert sind. Das heißt, ich kann somit immer so die besten Sachen raussuchen des Monats und kann gucken, ob für mich diese Produkte was sind. Und wenn sie mir gefallen, kann ich sie mir auch in einer größeren Variante bestellen. Finde ich immer sehr cool. Diese Monat ist, wie gesagt, Natural Power. Und die erste Sache, die ich hier drin sehe, ist schon direkt ein Beutel. Oh, wie schön. Wir haben einen Tonbeutel hier drin. Cool, sowas kann man eigentlich wirklich auch immer gebrauchen, ganz ehrlich. Mit einem, ich wollte gerade Reh sagen, mit einem Hirsch. Ich kann erstmal die anderen Produkte hier reinmachen. Sehr schlau, Lara. Die zweite Sache. Oh mein Gott. Leute, wir haben ein Notizbuch. Mein Tagebuch steht hier vorne drauf. Mit Inspiration aus das Lavendelzimmer. Ihr wisst ja wirklich, ich liebe solche Notizbücher. Ich kann von denen nie genug haben. Ja, das ist richtig gut. Tagebuch mit schönen Sprüchen noch hier unten dran. Dann haben wir wie immer natürlich wieder ganz viele Snacks drin. Der erste Snack ist ein Kichersnack. Mir fällt gerade auf, ich möchte nachher meine Nägel lackieren. Warum habe ich das nicht vorher gemacht? Wenn ich das vorher gemacht hätte, wäre das viel cooler gewesen, weil ich euch dann die Produkte jetzt so richtig schön gezeigt hätte, aber ja, leider nicht. Kichererbsen-Snack. Dann Ärmel hochkrempeln. Geht's weiter mit dieser Flasche hier. Ich freue mich ein bisschen darüber, dass in jedem Paket aber auch immer so ein Haushaltssacher dabei ist. Und zwar ein Allzweckreiniger. Hier steht drauf, einmal Plastik reduzieren und mit wiederverwendbaren Flaschen unsere nachfüllbaren Power-Taps. Flasche mit Leitungswasser füllen, Power-Tap einwerfen, auflösen lassen und Kopf befestigen mit voller Power putzen. Oh mein Gott, Leute. Ja, Mann. Ja, wir haben wieder feste Seife. Richtig gut. Ich liebe übrigens die Produkte, die für das Badezimmer sind. Ich hatte letztes Mal ein nachhaltiges Shampoo. Dann hatten wir mal Bambus in der Dentalbürstchen und sowas alles. Dann wieder ein Vitaminsaft von Rotkäppchen. Oh ja, Vitamin B12, sehr wichtig. Vitamin B12 gerade für Veganer. Weiter geht's. Was nehmen wir? Ich greife blind rein. Das hier. Was haben wir hier? Eine Creme. Und ich freue mich darüber, weil ich habe tatsächlich von Wadara schon öfter Produkte in dem Trendhunter-Paket drin gehabt. Und die Produkte waren immer richtig gut. Deswegen bin ich jetzt froh, dass ich ein weiteres Produkt von ihnen habe. For Very Dry Stress and Reactive Skin. Sehr gut. Und dann haben wir hier eine Maske. Und zwar eine Clean Maske. Reinigt pur und tief glättet nachweislich die Hautoberfläche. Soll ich das mal gleich drauf machen? Obwohl, nee, ich mach's nicht heute drauf. Aber irgendwann in naher Zukunft auf jeden Fall. What do we choose? Das hier, das Schwere. Und zwar haben wir hier einen Vitaminsaft, denke ich. Vitamin C und E. Selen. Pfirsichgeschmack. Schützen Sie Ihre Körperzellen. Oh, ein veganes Deo. Ist es so ein, ja, ein festes Deo. Es riecht nach Zitrone. Ist es Zitrone? Next. Chia Kokostaler. Glutenfrei. Oh. Mit Reissirup gesüßt und 100% Vollkorn. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Trendraider Snacks disappointen mich nie. Sie enttäuschen mich nie, sind immer gute Snacks dabei. Haben wir noch einen weiteren? Ja, ja, noch einen. Und zwar Koffein-Schokoriegel, Erdnuss-Karamell-Meersalz. Okay, eine weitere Sache, die richtig witzig ist, sind Biosaaten. Und ich sage, dass es witzig ist, weil ich meiner besten Freundin eigentlich jedes Jahr zum Geburtstag irgendwelche Saaten schenke, die sie an ihrem Balkon anpflanzen kann. Ich hoffe mal, dass ihr das Video gerade nicht guckt, weil ja, dann ist keine Überraschung mehr, aber egal. Es passt richtig gut, diese Saaten, vegan natürlich. Das packe ich schon mal zur Seite, um es meiner besten Freundin nachher zu schenken. Weiter geht's, wird noch zwei letzte Sachen, die hier drin sind. Was gucken wir uns zuerst an? Zuerst das hier. Als vorletzte Sache haben wir hier diese Essenz und ich habe gerade nachgelesen, dass sie für innere Harmonie und Selbstbewusstsein sein soll. Also perfekt eigentlich, gerade im Januar jetzt hier. Und soll ich es aufmachen? Nee, noch nicht. Aber das ist schon mal sehr gut. Und die letzte Sache hier drin sind, glaube ich, so Supplemente. Ich hoffe, dass da ein Vitamin B12 ist. Wir gucken mal kurz rein. Ich bin gespannt. Huch. Jeden Tag optimal versorgt, maßgeschneidert für dich. Wer ist es?
Also, wir haben Omega-3, Vitamin C, Zink und ein Vitamin B-Komplex. Ich glaube, sowas kaufe ich mir wirklich immer. Das ist halt richtig gut. Ich muss mal ausprobieren. Okay, und jetzt, wo ich meine Sachen ausgepackt habe, packe ich sie mal ganz kurz wieder in die Tüte. Aber ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich gleich zum Friseur gehe. Und möchte vorher noch so einige TikToks drehen. Und zwar ist meine Idee, nämlich diese Transition-Videos zu machen, wo man erst so die alte Frisur haben, dann den neuen Hairstyle mit so einer Transition. Ja. Und übrigens, meine Haare sehen vorher so aus. So lang sind sie. Und ja, gleich werden sie nicht mehr so lang sein. Welcome, Leute, zu meiner neuen Frisur. Ja, jetzt ist sie gerade schon wieder ein bisschen kaputt gegangen, weil ich jetzt gerade schon ganz viele Fotos gemacht habe und TikToks gedreht habe und so weiter. Ich habe sie mir schwarz gefärbt und kürzer geschnitten und hier vorne mehr, also einen krasseren Pony gemacht, sieht man jetzt nicht so. Aber wenn ich das morgen nochmal vor der Schule style, würde man das besser erkennen. Und ja, mein Zimmer ist gerade ein richtiges Chaos, weil ich so viele Sachen gebraucht habe für mein kleines Fotoshooting. Und das war es aber eigentlich auch schon wieder mit meinem Vlog, denn heute ist Mittwochabend. Ja, Mittwochabend und morgen soll das Video eigentlich schon online kommen und deswegen wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls euch der Vlog gefallen hat und ihr weitere von diesen Vlogs sehen wollt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, wunderschöne Woche und hoffentlich bis bald mal wieder. Tschüss!